Hey Freunde der Frustration und abgetrennten Gliedmaßen, was geht? Herzlich willkommen zurück bei Doom Eternal, The Ancient Gods. Toll. So, wir sind hier in den Sümpfen, in den Blutsümpfen und wir töten ein bisschen was. Endlich eine Arena. Ja, nach der letzten Folge habe ich ein, zwei Tage ein bisschen Ruhe gebraucht. Ich will nicht lügen. Ich will nicht lügen. Aber das Spiel kann ganz schön frustrierend sein. Okay. Wahrscheinlich kommen die Gegner erst, sobald wir am Ausgang stehen. Weil Immersion und so. Das ist ein Fäcker, Alter. Schwachpunkt Bloodmaker. Die Bloodmaker ist ein schwerer Dämon, der bei aktivem Schild unverwundbar ist. Während schwerer Angriffe sind die Schilde deaktiviert und der Kopf wird zum Schwachpunkt. Alright. Du denkst, du bist der Bloodmaker? Ich bin der Bloodmaker. Nur damit wir es sicher klargestellt haben. Hallo? Statuen. Das sind irgendwie. Die Dämonen bewegen sich jetzt frei durch diese Welt. Ohne die Khan-Maker und durch die Erweckung des Icon of Sin wurde das Siegel gebrochen. Das ist Vega. Sie haben ihn auf ihrer letzten Mission zurückgelassen. Vega? Hey!
die nachfolgenden Sendungen. Ich muss gucken, wie ich das am sinnvollsten mache. Ey, komm, ich stand drauf, du Arsch! Scheiße, das ist eine viel größere Arena, als ich dachte. Komm schon! Ja, alles klar. Alles klar. Die Nerven. Okay, Freunde. Ein bisschen unangenehm hier. Nice. Ich meine, es war ein Kopftreffer, aber es ist halt nicht das, was die wollen, ne?
Ey. Alter. Jetzt mach deinen Abfuck-Angriff. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen, du Pimmel, Alter? Mistiges Drecksvieh? Ja, fuck off, Alter. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr, keine Leben mehr, kein Nix mehr, gar nichts mehr. Zeit. Leute, Alter, ich werd zu alt für die Scheiße.
Dorf. Der will nicht. Ich möchte das auch nicht kommentieren. Ich bin doch wohl nur, Alter. Die Frage ist aber, wie kommt man da hoch? Wir haben keine Leben. Wir haben kaum mehr Munition. Wir sind am Arsch der Welt. Wir haben keine Ahnung, wie man hier wegkommt. Das sind doch die besten Voraussetzungen, Freunde. Schleierschlüssel. Okay, ja. Schön, cool. Da freue ich mich. Reicht nicht. Natürlich. Geist. Ja. Muss. Der Blutschleier. Ja, da bin ich aber froh, dass der Geist irgendwie nicht mitgezählt hat, ne? Falsche Richtung. Dann gehen wir da oben lang.
Okay, Freunde. Ich weiß, ihr seid genauso fully concentrated, wie ich fully concentrated bin. Bisschen durch die Welt glitschen. Warte mal. Man könnte es 100 Pro schaffen, hier hoch zu glitschen und darüber. Aber das machen wir natürlich nicht. Denn wir sind ja der Schleier. Das ist so scheiße, Alter. Endlich eine richtige Herausforderung. Geil. Vor allem, es bringt uns nichts eigentlich, ne? Weil wir können ja eh nur eine dieser Runen gleichzeitig immer frei haben. Geil.
Okay, alles cool, Freunde. Alles cool. Aua! Komm schon! Nicht mit mir, Kackboy. Nicht mit mir. Yes! Ich bin der Slayer. Halte alle Glücksbringer-Runen in einem einzigen Spielstand. Okay. Runen. No, wir haben die... Der Blutschlag verursacht doppelten Schaden, wenn deine Gesundheit bei 75 oder niedriger liegt. Ist natürlich auch krass, ne? Ich überlege gerade, ob wir einfach diese Benommenheit von Gegnern, ob wir das wegmachen und irgendwas hinmachen. Runde wird beim Tod aufgeladen. Ich glaube, ist doch ganz gut so, wie wir es eingestellt haben. Map. Warte mal, ich finde die richtige Waffe nicht.
Fuck you. Lächerlich. Freunde, wie es hier weitergeht, wie viel Erholungszeit ich von dieser Folge brauche und vieles mehr, das seht ihr in der nächsten Folge von Doom Eternal, The Ancient Gods Part 1. Mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Wenn ja, dann garnier doch dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dann lass mir gerne einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye bye.